Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu unserer ersten Show von Lounge Lala für P-People. Das ist Alissa, mein Name ist Sarah, hallo. Wir studieren hier beide angewandte Medien. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht und auch das ganze Team hier drumherum, euch einmal im Monat hier für 30 Minuten in der Lounge zu unterhalten. Und dafür laden wir interessante Gäste ein. Hier ist Christine Henning, einen herzlichen Applaus. Hallo Christine. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Wir steigen direkt ein mit der P-People-Frage. Also okay. P-People bedeutet für uns, wir suchen Menschen, die plaudern können, die von sich erzählen, von ihrem Leben ein bisschen, irgendwas Spannendes auch preisgeben und suchen auch immer ein P, mit dem man sich identifizieren kann. Also ich würde einfach sagen, in erster Linie passioniert. Für was? Für alles. Für mein ganzes Leben und deswegen bin ich ja auch heute hier. Also hier sind bestimmt ganz viele, die sich damit identifizieren können. Hey, wir möchten irgendwas mit Medien machen und alle denken immer um Gottes Willen. Warst du denn fleißiger Student, also eher Streber oder Schwänzer? Also ich glaube, von außen haben immer alle gedacht, ich strebe, aber ich habe eigentlich genug gesoffen in meiner Studentenzeit. Wo hattest du nebenbei gearbeitet? Ach, ich habe alles gemacht. Auch da schon. Ob im Callcenter oder im Brauhaus habe ich gearbeitet. Oder kannst du vielleicht auch einen Tipp an unsere Studenten geben, wie man sich so in die Medienbranche reinarbeiten kann, wie man einfach dazu kommt? Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn Erfolg langsam wächst und Qualität hat. Und dann kommt die Aufmerksamkeit entweder von alleine oder nicht. Für was nimmst du dir neben Familie denn sonst besonders Zeit, wenn du jetzt einen freien Tag hättest? Also ich glaube, das, was mir am meisten fehlt in meinem Leben, ist Zeit in Ruhe zu Hause, für mich alleine. Nee, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin auch nicht so eine repräsentative Moderatorin, glaube ich, weil alle anderen wissen immer, wie die Kollegen heißen und wissen immer, was die gerade machen. Und ich habe, glaube ich, jetzt erst gestern oder vorgestern Zirkus Halligalli gesehen und das läuft ja auch schon. Ja. Ich hatte keine Zeit. Da bin ich echt ein bisschen hinterher. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Nein. Also ja, leider auch total schade. Man könnte jetzt, glaube ich, auch noch eine Stunde weiterreden. Ich bedanke mich an eurer Stelle, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, es hat euch interessiert und es hat euch Spaß gemacht. Und dir danken wir vor allen Dingen, dass du jetzt an dem Pilotprogramm teilgenommen hast. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns gewesen bist. Und wünschen dir noch ganz viel Erfolg für deine Zukunft. Dankeschön. Danke dir. Euch auch. Großen Applaus. Großen Applaus. Wir haben auch einen Blumenstrauß natürlich für dich. Ach, so, jetzt müssen wir das irgendwie gehandelt kriegen. Oh. So.